Ich habe mich ganz nüchtern damit beschäftigt als Kind. Und mir kam der Gedanke, wenn Jesus wirklich der ist, von dem Menschen sagen, Sohn Gottes und auferstanden ist vom Tode, dann ist das die wichtigste Frage meines Lebens, mich damit zu beschäftigen, mich dem zu stellen, herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Und wenn es stimmt, dann hat es natürlich gewaltige Konsequenzen für mein Leben. Wenn er wirklich den Tod überwunden hat, dann muss ich mich mit ihm auseinandersetzen. Habe ich gemacht und nie bereut. Er hat damals vor 2000 Jahren alles für mich gegeben, damit ich heute alles haben kann dafür. Volles Leben, Leben in Fülle, ewiges Leben, deshalb Jesus. Jesus, weil es einzigartig ist, dass ein Gott auf die Erde kommt, um uns Menschen zu retten. Weil es ohne ihn kein wahres Leben gibt. Weil ich in ihm echte Freude, Identität und den Sinn im Leben gefunden habe. Jesus, weil er mir hinterhergegangen ist, als ich auf meinen eigenen Wegen unterwegs war und mich wieder zurückgebracht hat. Weil mich meine eigene Schuld irgendwann so heftig belastet hat, dass ich auf der Suche nach einer Antwort mir Jesus sich selbst am Kreuz gezeigt hat, was es für mich persönlich bedeutet, dass er gestorben ist für meine Schuld. Jesus hat gesagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Deswegen, ich wollte das Leben und alles, was er gesagt hat. Deswegen Jesus. Er kam, um uns zu versöhnen mit Gott, weil Gott uns als seine Kinder haben wollte. Jesus hat mich aus meinen Fehlern und aus meiner Schwachheit und aus meiner Sünde erlöst. Und das ist die einzig logische, sinnvolle Konsequenz, dass ich ihm mein Leben gebe und für ihn und mit ihm lebe. Weil er mich ganz genau kennt und weiß, wie ich bin und trotzdem alles für mich gegeben hat. Jesus ist für mich mittlerweile ein guter Freund geworden, da ich ihm alles erzählen kann und der mich versteht und er mir auch in jeder Situation hilft. Weil nur er kann mein Herz mit Freude und Friede erfüllen. Weil er der ist, der mir Freude und Gelassenheit schenkt, auch wenn mein Alltag total chaotisch ist. Also Jesus hat meine Strafe, die ich verdient habe, für meine Schuld auf sich genommen und hat so den Weg frei gemacht, dass ich Gott jetzt meinen Vater nennen kann und hat mir dadurch ewiges Leben geschenkt. Und das ist die Hoffnung und die Zuversicht, die weit über dieses Leben hinausgeht.